Alle Jahre wieder und immer wieder kommen die Fragen, zeig mal dein Spind, zeig mal, was du besitzt, ne? Wie cool bist du als YouTuber und wie viele Skins hast du? Teilweise glauben mir die Leute nicht, wie viele Skins ich habe. Deswegen mal ein aktuelles Spind-Video, Leute, von wahrscheinlich inzwischen 20.000 Euro, circa, plus minus. Wir rechnen das am Ende zusammen, ich würde meinen, das war schon letztes Mal bei knapp 15.000, deswegen muss das mehr sein. Insgesamt besitze ich fast 1.200 Skins, das ist, haben auch so einige in den Kommentaren geschrieben, so wegen, du hast niemals so viel Skins. Warum soll ich jetzt wegen meiner Skinsanzahl irgendwas erfinden oder sonst was, als ob das irgendeine Bedeutung hatte, ne? Und das Einzige, was ich hier sehe, ist, ich habe verdammt viel Geld dafür ausgegeben. Deswegen schauen wir mal durch, natürlich, ne? Seit Season 0 natürlich Fortnite aktiv. Bis heute, ne, jede Season mitgenommen, jeden Battle Pass. Hier und da vereinzelt natürlich ein paar Sachen nicht freigeschaltet, wie Omega, aber ja klar, Batman, die ganze Reihe besitzt man, DC, Black Adam, Superman, ne? Ich scroll da im Schnelltag, denke ich mal, durch und ich positioniere mich mal woanders hin, damit ihr das auch entsprechend sehen könnt. Der dritte Batman, ne? Wieso haben wir so viele Batmans, Mann? Soweit so gut, ne? Erstmal nichts super Besonderes. Das sind so die Standard-Skins, denke ich mal. Es gibt auch bestimmt Skins, die schon lange nicht da waren. Zum Beispiel Aloy, war die lange nicht da? Kratos war lange nicht da. Ich weiß, dass viele darauf geiern. Was viele auch nicht wissen, ist, dass diese goldene Rüstung eine PlayStation 5-exklusive Variante ist. Wenn ihr Fortnite auf der PlayStation 5 startet, kriegt ihr dann diese goldene Variante freigeschaltet. Fragen auch immer wieder welche nach, wenn ich mit dem Skin zocke. Aber Borderlands kann man, glaube ich, immer noch bekommen, indem man Borderlands kauft, glaube ich. Ansonsten auch erstmal sehr, sehr, sehr entspannt. Ali A, natürlich Travis Scott, der Beliebling von vielen Kindern. Nachdem natürlich ein bisschen Hype um den Skin wurde, beziehungsweise ne, das ganze Package, hat einen bestimmten Berühmtheitsgrad jetzt. Und ja, wann auch immer der mal jemals rauskommt, ne, wir werden sehen. Ansonsten natürlich die gesamten Ikonenreihe besitze ich auch, ne. Magma-Pakete haben wir schon so lange nicht mehr bekommen, ne. Wobei Complex ist noch der letzte, aber die ganzen Lava-Skins und so weiter sind auch super selten geworden. Aber ganz ehrlich, nach 5 Jahren Fortnite muss ich sagen, dass ich eigentlich nur noch fast Kooperationsskin mag. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige originelle Skins, wo ich sage, die sind hammergeil, weil man einfach schon so viel gesehen hat, ne. Wenn so eine neue Gaming-Legende rauskommt von irgendeinem Spiel, das ich super feiere, egal ob Assassin's Creed, Kratos auf God of War, Horizon, League of Legends, Halo. Da können noch so viele von mir aus rauskommen, ne? Wie The Last of Us fehlt noch. Witcher kommt ja jetzt auch noch bald, da freue ich mich auch mega drauf. Miles Morales fehlt mir noch und. All diese Sachen, diese ganzen Kooperationsskins sind für mich so immer diese Must-Haves, weil ich damit so viel mehr verbinde als die originellen Skins. Für mich haben die ein bisschen mehr Stellenwert, weil dahinter irgendwie eine Geschichte und ein Charakter ist, der auch wirklich eine Story durchlebt, so wie der Master Chief zum Beispiel, ne? Aber ist ja bei jedem anders. Ist ja hier, ist ja Geschmackssache. Ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben, was ihr so sagt, ne? Welcher Skin euch hier gefällt, was euer Lieblingsskin ist. Ich persönlich muss sagen, ich habe keinen Lieblingsskin mehr. Ich habe so viele Skins, die ich mag. Ich habe über 100 Presets, alle voll geballert. Das sind alle Skins, die ich mag und ich hätte gerne noch 500 oder so, damit ich da entsprechend alles machen kann. Hier haben wir Star Wars Packages, aber die sind, glaube ich, auch nichts super krasses. Ich glaube, es gibt so ein paar Skins, die nicht regelmäßig rauskommen, aber ich weiß auch nicht. My Hero Academia auch super strong. Sehr nice Co-op. Schade, dass das Item so kurz drin war. Ich hoffe, dass wenn dieses Video rauskommt, dass mit dem großen Update, dass der Deko Smash wieder reingekommen ist und so weiter, ne? Dass das große Update das Deko Smash wieder repariert hat und wieder drin ist, damit wir wenigstens wieder spielen können. Fundament, so geil die 7 waren, es ist so scheiße, wie schlecht die dann abgegangen sind. Von dem Fundament hat man tatsächlich dann nichts gesehen, außer einen Helm, der auf der Insel lag und weg war der. The Rock war einfach zu teuer, um den zu bezahlen, um noch irgendwie einen Abschluss für seine Story zu bieten. Und dann war der weg. Mega, mega, mega weirdes Storytelling, ne? Also, Geno, der Zeitlose in meinen Augen, das ist genau der originelle Skin, wo ich sage, den ich seit langem wieder feiere. Nach dem Omega-Ritter. Omega-Ritter ist mega nice, ne? Oh, die Season 3 Skins. Haha, die Weltraumfahrer, ne? Klar, Battle Pass Skins und dann der Shop Skin kam raus. Ne, da hat irgendwie keiner drüber gemeckert, dass wenn Battle Pass Skins auch wieder in den Shop kommen. Und das war eigentlich immer gang und gäbe, dass auch wieder neue Varianten in den Shop kommen aus Skins, die eigentlich im Battle Pass sind. Zum Beispiel halt der Dunkle Reisende hat eine weibliche Variante bekommen und ansonsten fast identisch, genauso wie Sky es heutzutage ist mit neuen Varianten. Ne? Galaxy Skins sind auch nice. Oh, das ist der kostenlose Twitch-Skin, ne? Über den redet gefühlt irgendwie keiner. Eigentlich müsste das eines der seltensten Skins sein, weil das damals der kostenlose Twitch-Skin war, den man nur für eine kurze Zeit holen konnte. Ist deutlich seltener als Travis Scott wahrscheinlich von der Besitzrate. Redet aber keiner drüber, weil der natürlich nicht den Hype hat.
Aber in meinen Augen ist das ein seltenerer Skin als Travis Scott tatsächlich. Was haben wir noch hier für Kandidaten? Der war mal selten. Natürlich ist er wieder in den Shop gekommen. Prinzipiell juckt mich die Seltenheit, wie lange ein Skin nicht drin war, generell gar nicht. Weil ich weiß, dass alle Skins eigentlich wieder in den Shop kommen. Omega! Die Leute wissen gar nicht, was es heißt, Fortnite zu grinden und wirklich jeden Tag zu spielen. Außer die Leute, die in Season 4 versucht haben, alle Lichter von Omega zu holen. Und ich habe es leider nicht geschafft damals. Ich weiß, dass ich damals 3 Wochen im Urlaub war, als genau Season 4 war. Da war ich in Amerika. Und diese 3 Wochen habe ich nicht mehr aufholen können, um dann natürlich die Lichter freizuschalten. RIP, my life, Paradigma in der 2. Variante. Season 5 Skins, die sind auch mega nice, mega underrated. Mein allererster Skin. Raptor, mein allererster Skin, den ich damals gekauft habe und wo ich mir gesagt habe, oh, der ist schon ein bisschen nicer. Der hat so viele coole Details wie Patronen, Granaten. Der hatte auch damals einen Rucksack, was auch kein Standard war, dass Skins einen Rucksack hatten. Der war der erste Skin, der wirklich so einen Rucksack hatte. Und dadurch war der für mich schon mal ein bisschen nicer. Und erst später kam ein Update raus, wo man diesen Rucksack auch an andere Charaktere dran packen konnte. Doppelter Value. Deswegen habe ich schon gespürt, dass das ein besonderes Skin wird. Dunkler Ritter bzw. schwarzer Ritter, meiner Meinung nach overrated. Ne? Ist nicht so besonders vom Design her. Außer natürlich, dass er damals in Season 2 der Level 100 Skin war. Oder beziehungsweise der Level 70 Skin zu damaligen Zeiten, ne? Und super schwer zu erreichen war. Ah, Son Goku. Wir spielen gerade Dragon Ball Kakarot auf Twitch. Super nice Dragon Ball Game. So Kindheit, so viel Nostalgie. Geile Action, ne? Gegen Freezer war so ein Fest. Ich habe so gefeiert. Ist ein geiler Stream gewesen. Kuss geht raus, da auch das ganze Chat mitgefiebert hat. Der ist nice. Ultima Ritter. Ah, der ist auch so underrated. Ne? Ich mag den Skin. Ich mag das Design genauso wie Spire. Es gibt so viele Skins, ne, mit so vielen coolen Designs. Fortnite ist einfach dirty, was das angeht. Die sind echt dirty. Die haben so geile Designs bei den Skins. Das ist einfach nur freches, das man alles besitzen möchte. Das war eines meiner nächsten Skins. Ich glaube, mein 3. oder 4. Skin, den ich geholt habe. Wukong, auch wegen den ganzen Details, weil er so viel coole Verzierung hat. Vielleicht erinnert sich einer von euch noch an die ganz alten Top 10 Listen. Erinnert ihr euch noch an die Top 10 Videos damals, die ich gemacht habe, wo ich noch die besten Skins bewertet habe? Wukong war einer davon, weil er einfach so ein insane cooles Design hatte, das keine Default-Elemente hatte, wie der Schwarze Ritter zum Beispiel. Komplett neu designt, ne, von Kopf bis Fuß, und deswegen war er immer einer der Top-10-Skin damals. Heutzutage wahrscheinlich ist er immer noch eigentlich cool. Sollte ich öfter spielen. Ja, ne, was haben wir noch? Jones ist immer noch relevant. Ein paar komische Skins, wie die Geschichte hier, der André. Prinzipiell weiß ich, dass es eigentlich für jeden Skin irgendwo einen Fan gibt, ne. Egal wie schlecht oder so der Skin aussieht, es gibt immer einen oder sogar mehrere, die den Ultra feiern oder sowas. Bei so vielen, bei über 1400 Skins, die Fortnite inzwischen besitzt, ist das auch, glaube ich, nicht mehr so, nicht so schwer, ne. Charlotte, auch ein sehr, sehr nicer Skin. I like. Meine Stimme ist RIP von den ganzen Streams und so weiter, ne. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Erisa, auch nice. Ne, dann habe ich hier auch noch den Flügelmann. Ich weiß nicht, ob der irgendwas hat, aber ich weiß, dass, glaube ich, eines der Starterpakete damals waren. Naruto-Skins, auch eine mega Kooperation gewesen. Feier ich sehr. Was haben wir hier noch? Was haben wir noch? Ja, zum Beispiel sowas, ne? Gugimon. Ist interessant, aber in meinem Augen nicht so der krasse Skin, ne? Deswegen feiere ich sowas wie Hinata oder Itachi. Mega nice. Mega, mega nice Skins. Muskelkater bzw. Kid. Ne, sehr nice. Sehr, sehr nice Skins. Ah, es gibt so viele geile. Ich wünschte, es gibt irgendwie eine Statistik, wo man sehen könnte, mit wie vielen Skins man schon gespielt hat oder welche man noch nie gespielt hat, damit ich endlich mal mit allen Skins mal spiele, die ich besitze. Ne? Das wäre irgendwie so geil. Weil, seien wir mal ehrlich, weil Fortnite ist so skinlastig. Das ist eines der Hauptpunkte in Fortnite, sind einfach Skins. Und deswegen sollte da definitiv irgendwie mehr Statistiken reinkommen, aber wird wahrscheinlich nie passieren. Omega Ritter. 10 of 10. Was haben wir hier noch? Res, Rostmeister, ne, der Star-Lord damals ohne Lizenz. Es war ja der Star-Lord-Skins, weil Fortnite noch keine Lizenz hatte und so weiter und wurde mega gefeiert. Heutzutage, wenn irgendein Lizenz-Skins rauskommt, weil Fortnite hier hat, wird irgendwie rumgejammert. Obwohl Fortnite schon von Anfang an immer Anspielung an irgendwelche Lizenz-Skins hatte. Der Sensenmann an John Wick, Rostmeister an Star-Lord. So, was haben wir hier noch im Gepäck, ne? Ich mach mal ein bisschen schneller, damit das ein bisschen durchgeht, ne? Aber die Liste wird auch schon langsam kürzer. Da können wir noch ein bisschen durch die Gleiter gehen und die Spitzhacken, denke ich mal. Blauer Ritter. Voll selten. Ulma. Was haben wir noch? Boah, die Stimme rippt gerade, Mann. Ich bringe das Video schnell durch, bevor die Stimme komplett im Eimer ist. Ist auch sehr underrated, finde ich. Eteria. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir natürlich noch Genesung. Chapter 2, Skins, Kategorien, ne? Man merkt auch über die Jahre, wie auch einige Stile sich ändern. Ne, viele Fantasy-Skins am Anfang, dann kam mehr Street-Style und so weiter. Aktuell sehr, sehr viel Street-Style. Ne, es ändert sich auch mit der Zeit natürlich, ne? Die Modelle steigern sich auch mit der Qualität auch immer weiter und weiter. Inzwischen hat fast jeder epische Skin eine eigene Pose in der Lobby, die sich von anderen Skins unterscheidet. Auch mega underrated, finde ich. Razer, finde ich mega nice. Finde ich mega nice, das Skin.
Weihnachtsbluff, die Gratis-Skins und so weiter. Also prinzipiell fast alles, was halbwegs gut ist. Es ist ein verdammt teurer Spind, ne? Jetzt nochmal schnell ein paar der Grünen hier. Kann man auch durchgehen. Da ist eigentlich bis auf Crystal. Für einen grünen Skin ist auch ganz geil. Das ist in meinen Augen eines der besten grünen Skins. Von den seltenen Stufen, sage ich mal, weil einige Leute sich ja für so krass seltene Skins interessieren. Black Widow, Ehrengeleit, der World Cup Skin. Dann Travis, logischerweise. Master Chief ist jetzt nicht selten, ist einfach drin. Wunderskin sollte ich auch besitzen. Galaxy Skin fehlt mir aber trotzdem. Der Wunderskin sollte man eigentlich auch, kann man auch favorisieren, damit ihr das in der Liste da auftaucht. Backblinks, ja, brauchen wir glaube ich nicht so krass drüber zu gehen. Spitzhacken gehe ich auch relativ schnell durch, weil Spitzhacken ist glaube ich jetzt nicht so das krasseste Thema, ne? Da sind glaube ich nichts super krasse dabei, bis auf die ganzen Season 2 Dinger damals. Season 2, Season 3, ne, der AC/DC Schlagstock zum Beispiel ist ja sehr beliebt, oder dieser Greifarm hier aus Season 3, AC/DC aus Season 2, damals im Battle Pass, weil das war der, oh, ich erinnere mich noch, wo diese Spitzhacke so ultra laut war, ne, dass die das überhaupt patchen mussten, damit das leiser wird. Das weiß ich auch noch. Ja, das hat schon viele Sachen hier, hat man schon durchlebt, ne, also kommen auch so ein bisschen Nostalgie raus, wo die ganzen Sachen im Battle Pass waren und so weiter, deswegen, das ist schon so ein bisschen Nostalgie-Kram sich raus. Ne, deswegen scroll ich mal schnell durch. Wenn euch irgendwas interessiert, drückt Pause oder sowas. Ich wüsste jetzt nicht, was hier noch so einzigartig wäre oder besonders wäre, außer jetzt die Season 2 Sachen. Ansonsten natürlich gibt es eine Menge geile Spitzhacken, keine Frage. Chip, chip, chip. Alter, wie viele das sind. Holy moly. Ha, miese. Das sind über 800 Spitzhacken. Okay, und jetzt noch die Gleiter. Wir haben hier 400 Gleiter. Und deswegen auch die üblichen Verdächtigen, da auch Travis Scott. Aber ich glaube, der einzige, der wirklich raussticht, wo es halbwegs einen Besonderheitsstatus hat in Fortnite, ist eigentlich der Marco-Gleiter. Und den besitze ich auch. Ne, wo ist er denn? Wo ist er? 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 Das Einzige, was ich sagen kann, Community, YouTube, macht's nicht nach. Das ist insane viel Geld. Geld, das ihr niemals wiederbekommen werdet. Ich kann das machen, weil ich das beruflich mache. Fortnite ist schon seit 5 Jahren meine Leidenschaft, deswegen habe ich so viel. Aber ihr werdet das in eurem Leben immer bereuen, dass ihr irgendwann so viel ausgegeben habt. Deswegen lasst es einfach. Alle Regenschirme seit Season 2 tatsächlich, ja. Alle Regenschirme seit Season 2 und so weiter, die man besitzen kann. Ich glaube, der Winterschirm hier, ja, das Winterschirm ist der Season 2 Skin. Und dann natürlich der Marco-Gleiter, ne. Das ist der, glaube ich, wo die Leute ein bisschen mehr drauf abgehen. Der einzige, der halbwegs Besonderheitsstatus hat. Hässliches Ding. Langweilig. So, lasst uns mal ein bisschen Mathematik machen, ne. Wir haben 1200 Skins. Wir haben 800 Gleiter und 400 Gleiter, 800 Spitzhacken. Wenn wir mal jetzt einen Durchschnittspreis von knapp, sagen wir mal, 10 Euro pro Skin. Selbst wenn wir sagen, es gab teure Bundles und dann hat man Battle Pass Skins, ne, da sind ja auch eine Menge Battle Pass Skins drin, ne? Das zieht den Preis runter. Ich würde sagen, im Durchschnitt kostet das um die 10 Euro. Allein das sind schon, ach du Scheiße. Oh no, oh mein Gott. Für die Spitzhacken würde ich sagen 5 Euro. 5 Euro Spitzhacke, 4500 und dann nochmal 400 Gleiter. Ich sag mal auch 5 Euro pro Gleiter. Ne, das sind nochmal 2000. Dann haben wir knappen Preis von 6500, 18500, also knapp 20.000. Wenn man dann noch die ganzen Waffenlackierungen dazu packt, die ganzen Emotes, könnten wir tatsächlich schon knapp an die 25.000 streicheln, ne? Das ist auf jeden Fall ein realistischer Wert, denke ich mal. 25.000 Euro Spind. Der aktuellste Stand, 2023. Ich hoffe, einige gefällt das. Mal schauen, was ihr drunter schreibt. Ist eine insane viele Kohle, macht das nicht nach. Ne, lass ihr da was holt. Ich weiß, die Skinsucht ist real. Es gibt viele coole Skins, die man immer irgendwie besitzen kann, Leute. Aber tut euch einen Gefallen und kauft euch irgendwas Schöneres. Das ist rausgeschmissenes Geld tatsächlich. Ne, das ist das, was ich euch weitergeben kann. Auf der rechten Seite kann ich euch ein Video weitergeben, was ihr euch unbedingt anschauen solltet. Klickt da drauf, es wird mich freuen. Abo-Button, wenn ihr bis hierhin geguckt habt natürlich und ihr mehr Fortnite sehen wollt und die Stimme wird nächstes Mal bestimmt besser, falls ihr neu seid. Die hört sich nächstes Mal streichzart an wie ein schönes Orchester, das in euer Ohr berieselt. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Gebt mir Flosse. Flop.